Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben eine kleine Verspätung und bitten das zu entschuldigen. Wir haben wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag eine offene Show, eine offene Telefon-Talkshow. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, das hier ist die Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr faxt mir ganz einfach 0800 5678 110. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Erste Anruferin heute Nacht ist Evelyn. Ja, morgen Domian. 39 Jahre alt. Hallo, morgen. Stimmt, ja, guten Morgen. Ach, bin ich doch zu hören, ja. Ja, absolut. Und wie? Sehr schön. Ja. Was ist dein Thema, Evelyn? Mein Thema ist der liebe Euro. Der liebe Euro. Ja. Ja, nämlich im Einzelnen? Und zwar mit dem Kleingeld komme ich gut zurecht. Ich bin blind. Ach, du bist blind. Ja. Ich habe neulich gesagt, ich komme mit dem Kleingeld noch nicht so gut zu Rande. Ja, für euch Blinde ist es natürlich von Vorteil, weil er so besser zu fühlen ist. Ne? Ja, die Kanten. Ja. Muss ich aber meine Hosentasche hier greifen? Ich glaube, eine ganze Menge. Ich habe ja nie ein Portemonnaie bei mir, sondern immer so ein Gekröse in der Tasche. Ja, so schön viel Kleingeld dabei. Ja, viel nicht, aber so ein bisschen schon. Da hast du völlig recht. Man kann es schöner anfassen. Ja, genau. Besser als bei der D-Mark, naja. Ja, das stimmt. Und kurzweilig kam ich mir halt wie im Urlaub vor, wegen anderes Geld. Ja, so ging es uns allen ja, oder geht es uns allen ja. Braucht man nicht verreisen. Aber ich habe ja heftige Kritik geübt an der Bezeichnung dieser kleinen Münzen. Die Cent, ja. Ja, ich möchte nicht, dass wir das Englisch aussprechen, sondern ich möchte, dass wir Cent sagen. Was hältst du davon? Cent, ja, mit muss Cent. Ich mich dran gewöhnen, weil ich sonst immer Cent kannte, so aus Amerika. Man überstülpt das uns wirklich. Wie gesagt, die Franzosen sagen Centime dazu. Ne? Centime? Ja, die sagen Centime. Ja. Und machen diesen ganzen englischen Kram nicht mit. Nein. Und ich mache ihn auch nicht mit. Es heißt Cent, Punkt. Hätte man das auch vielleicht Penny nennen können, wie die Engländer ihr Pfund des Kleingeldes haben? Man hätte sich irgendeinen neutralen Begriff ausdenken können, mit dem jede Nation gut zurechtkommt. Aber das hat man nicht gemacht. Wohingegen das Wort Euro ja gut ist. Ne? Das sagt ja sehr viel aus über diese Währung, finde ich. Ja, das stimmt. Ja. Und dann hätten wir Groschen behalten können. Groschen ist auch ein sehr schöner Begriff. Die Groschen wie in Österreich. Genau. Der Groschen hat ja auch während der D-Mark überlebt. Eigentlich gab es diesen Begriff auch nicht. Der kommt aus alten Zeiten. Alten Zeiten und DDR. Und DDR, ganz genau. Und ne, dann, erstmal, es liegt an uns, ob der Begriff weiter überlebt. Dann müssen wir es halt weiter einführen. Ja, genau. Ne? Der Groschen, ja, das wäre auch gut gewesen. Ja. Hätten wir noch etwas Altes gehabt. Genau. Mhm. Und du hattest ja auch Probleme wegen 20 Centstück und... Ja, es wird sich sicher geben, aber noch kann ich nicht gut auseinanderhalten, das 50-Cent-Stück und das 20-Cent-Stück. Kann ich dir sagen, die Kerben, bei 20 ist nur eine einzelne Kerbe immer rundherum, mit Unterbrechung, und beim 50 sind schön sanfte Kerben. Stimmt, also man sollte mehr fühlen als den gucken. Oder kurz mal auf die Kante gucken. Wie ist denn das für euch, die ihr blind seid, was die Scheine betrifft? Ist das für euch auch einfacher zu erfühlen, welcher Schein das ist? Da muss ich mit der 2 und 5 noch ein bisschen üben. Mhm. Ja, die Form, die 5 ist ja wohl ein Kreis, ja, wie das auf dem 5-Mark-Stück war. Und die 2, ja, die habe ich noch nicht ganz. Ja, aber ist es dennoch ein Vorteil gegenüber der D-Mark? Ja, man kann es nicht wegrubbeln, weil das ist genauso rau wie die anderen, also andere paar Stellen. Mhm. Und rundherum ist Folie, also glatt. Mhm. Also ich höre daraus, im Großen und Ganzen bist du zufrieden damit. Ja. Und kannst sogar noch besser damit umgehen, was die Münzen betrifft. Ja. Ja. Und aber wo ich Probleme habe, wenn ich es nur einzeln habe, zwischen 2 und 5 Cent Stück. Mhm. Also wir werden alle noch lernen müssen, aber ich glaube, in einem halben Jahr haben wir es alle raus. Ja, und ganz kurz zur Erotik, ich bin soft, also ich mag die schlimmen Wörter nicht. So. Wie der Peter. Ganz schnell vom Euro noch zur Erotik. Ein schöner Schlenker. Ich möchte gerne darauf eingehen. Vielleicht für die, die diese Woche nicht immer so bei uns waren. Ich hatte einen Anrufer, der sagte, er hat das nur mit Frauen zu tun. In der letzten Zeit mit 20 bis 30 Frauen, die ihn immer so Dirty Talk-mäßig anbaggern. Also so richtig deftige, erotische Schlammausdrücke benutzen. Und ihn hat das abgestoßen. Ja. Und ich habe dann die Frage gestellt, seid ihr Frauen denn viel oder alle so drauf?
Und du sagst, du bist eher die Softe. Ja, aber wenn ich auf der Arbeitsline gehe, dann muss ich mir diese Wörter da reinziehen, dann schüttle ich mich kurz mal und dann ziehe ich mir das da, damit ich das Gespräch halte. Was heißt Arbeitsline? Erotisch Line. Ach, du machst Telefonsex? Auch noch. Auch noch? Ich meine, wir kommen ja vom Hölzchen aufs Stöckchen. Weil ich auf ein Lesegerät hinzuspare, weil die AOK sich nicht meldet. Deshalb machst du Telefonsex? Ja. Machst du denn eigentlich noch auch einen normalen Job oder einen richtigen, was Vernünftiges? Nee, habe hier im Dorf, wo ich aus Berlin weggezogen bin, auf dem Dorf hier nichts gefunden. Ja. Für mich hier. Bin wegen der Liebe weggezogen aus Berlin. Aha. Und hier auf dem Dorf habe ich nichts gefunden für mich. Achso, nee. Und du machst das so so ein Nebenverdienst? Ja. Mhm. Aber du machst es dann nur professionell, im privaten Leben bist du die Sanfte und die Weiche? Da sage ich gar nicht so eine Wörter, die kommen mir nicht mal in Sinn. Die Romantische. Mhm. Und auch wenn es so richtig zur Sache geht, flutscht da nicht mal so raus. Nein. Hier. Na, ich will es jetzt nicht sagen. Nein. Ich würde es jetzt gerne sagen. Oh, geil, das könnte mir schon mal... Na, geil ist ja noch okay. Ja, geil sagen ja alle. Aber bei Schwanz, das sage ich schon nicht mehr ganz so gern. Also der Anrufer sagt ja sowas, wir piepsen das gleich mal raus, dass die Frauen dann immer rufen, stoßen mich oder so. Ne? Ja. Käm dir gar nicht über die Lippen. Fick mich. Nein. Pfui, sag ich nicht. Ja, genau. Also das wäre nichts für dich. Nein. Ja. So, dann haben wir aber das auch. Der Peter Bund so weit weg. Dann haben wir das auch geklärt. Ja. Mit dem Euro kommst Euro du gut zur Rande. Softer Sex gut. Softer Sex gut und du machst Telefonsex und dann gehst du ein bisschen härter verbal an die Jungs ran. Nur wenn die das so anfangen. Wenn es soft bleibt, dann bleibe ich auch gerne soft. Habe ich auch so verstanden. Und unterhalten tue ich mich noch lieber auf der Line. Also das ist gar nicht normale Unterhaltung, dass es gar nicht um Sex geht. So liebe Evelyn, ja. Es hat mich gefreut, mich mit dir unterhalten zu haben. Mensch, ich bin auch endlich mal durchgekommen. Grüße an die ganze Welt, weil die ganze Welt hört damit zu, ja. Durch Internet. Ganz genau. Ich wünsche dir alles Gute und bis irgendwann mal. Bis irgendwann mal. Tschüss. Tschüss. Ich habe ja auch noch einen Fax bekommen zum Thema Euro. Da schreibt nämlich Margit aus Berlin. Hi Domian, lieber Domian, in Sachen Euro gebe ich dir vollkommen recht. Das Wort Euro ist in Ordnung, aber Cent ist eine Unverschämtheit. Auch ich spreche es so wie du deutsch aus, nämlich Cent. Das ist doch löblich. Oliver ist da. Oliver ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Mein Thema ist Zwingerclubs. Ist was? Mein Thema ist Zwingerclubs. Ich verstehe nicht, was es ist, aber erklär es uns einfach. Du weißt, was ein Swingerclub ist, Partnertausch. Swingerclubs? Swingerclub. Ich habe es überhaupt nicht verstanden akustisch. Wir reden über Swingerclubs. Ja, genau, richtig. Ja. Da meine Freundin und ich gehen da so circa seit einem halben Jahr hin, haben da Partnertausch. Wie lange seid ihr beide denn ein Paar? Ein Paar schon? Zwei Jahre. Drei Jahre? Zwei. Zwei Jahre. Zwei Jahre, ja. Die Leitung rauscht, deswegen verstehe ich dich so schlecht. Ja, ich rufe vom Handy aus, weil ich bin im Hotel in Bremen im Moment. Deswegen. Ja. So, jetzt geht ihr beide seit einem halben Jahr in diesen Sündenpfuhl. Bitte, was hast du gesagt? Jetzt geht ihr seit einem halben Jahr in diesen Sündenpfuhl. Ja. Ja, wenn man Sündenpfuhl das so bezeichnen will, ja gut. Warum geht ihr dahin? Ja, weil unsere Beziehung, ich bin total nervös und aufgeregt. Egal, red einfach drauf los, ist in Ordnung. Weil bedroht hat unsere Beziehung einzuschlafen. Mhm. Also die Beziehung im sexuellen Sinne oder ganz im Allgemeinen sogar? Allgemein. Mhm. Und hilft es denn, seitdem ihr da hingeht? Hat die Beziehung neue Impulse bekommen? Ja. Aha. Und wir haben auch im Fernsehen darüber schon viele Berichte gesehen und so. Und haben gesagt, komm, lass uns mal da hinfahren. Weißt du, Oliver, ich kann das ja nachvollziehen, wenn beide daran Spaß haben, dass das so im Sexuellen neue Impulse in eine Beziehung bringen kann. Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn die Beziehung auch so platonisch, was das Seelische betrifft, nicht mehr so in Ordnung ist. Dass durch einen Besuch in einem Swingerclub es dann wieder besser funktioniert. Erklär mal. Ja, weil auch, das sind halt auch jetzt sexuell gesehen, also andere Räumlichkeiten auch. Ja, ja, sexuell gesehen, ja. Ja. Und man lernt ja Leute auch kennen. Mhm. Und dann waren wir auch schon so mit einigen Pärchen schon, also sind wir auch privat zusammen, sind sexuell, also wir gehen abends schon mal weg, wir gehen essen oder wir fahren zusammen in der Disco und so. Oder war es so, dass die sexuellen Probleme so alles andere überschattet haben bei euch vorher? Wie meinst du das jetzt? Ja, waren die so stark, dass eure Beziehung darunter gelitten hat? Ja, auch. Auch. Mhm. Und wir haben uns auch halt teilweise hier gegenseitig voll angeflaumt und so. Ist es denn eine Liebesbeziehung zwischen euch nach wie vor?
Ja, wir lieben uns, klar. Ja, und das war vorher auch schon so, als die Probleme so aufkamen. Ja. 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 Weil meine Freundin mit heiraten und Kinder kriegen und so. Und ich will im Moment noch nicht. In 2 Jahren vielleicht später. Also sie möchte heiraten und Kinder kriegen und du noch nicht im Moment? Nein, noch nicht. Also nur in zwei Jahren möchte ich schon. Wie oft geht ihr beide denn jetzt in den Swingerclub? Ja, also normal regelmäßig. Also ja, kann passieren, das war irgendwie, also wir fahren eh nur am Wochenende. Das war dann irgendwie so, ja, 4 Wochen hintereinander, jedes Wochenende fahren, Freitag, Samstag. Mhm, und dann kann das wieder passieren. Wie lange haltet ihr euch dann dort auf? Ein paar Stunden, einen ganzen Abend, ganze Nacht? Ja, nee, wo wir hinfahren, also wir haben einen speziellen Club, wo wir hinfahren. Mhm. Also der macht um 20 Uhr auf, wir sind meistens um 8:30 da. Mhm. Und wir haben bis morgens um 2 haben die geöffnet. Und so lange seid ihr dann auch da? Ja, aber nicht nur unter Wochen Sex, ne? Nee, das war jetzt meine nächste Frage, was ihr in dieser Zeit, in diesen Stunden alles so dort tut. Ja, also wo wir hinfahren, also die haben auch einen Whirlpool. Und wir haben auch eine große Saunaanlage. Mhm. Ja, und dann halt auch reden, quatschen mit anderen Gästen, mit anderen Paaren. Mhm. Und ja, ausruhen. Ja. Und? Und Sex natürlich. Ja. Ja. Also wenn ihr so um 8:30 da anfangt und das geht bis 2 Uhr nachts. Ja. Wie viele Stunden real Sex kommen hinterher raus? 2, 2,5 Stunden. 2, 2,5 Stunden. Ja. Geht es dann so ganz kreuz und quer oder treibt ihr es nur vor den anderen oder gibt es Partnertausch auch? Ja, also wir machen auch Partnertausch. Mhm. Aber bevor wir also abends in den Club fahren, reden wir schon darüber, was wir jetzt machen. Ob wir jetzt Partnertausch machen oder ob jeder auch für sich mal geht. Ach, das macht ihr auch, jeder für sich? Auf der Matte. Auf der Matte. Ja, so heißt das, ja. Ja, aber da sind dann viele andere dabei und die gucken euch dann auch zu, ne? Ja, wenn man es möchte, ne? Ja, aber man kann sich auch in einen Separé zurückziehen, allein, also mit einer anderen Person. Ja, das geht auch, natürlich. Das geht auch. Ja. Was machst oder was magst du denn am liebsten, wenn du im Swingerclub bist? Das erste kam nicht an. Das ist wirklich schwierig. Was du am liebsten im Swingerclub machst? Was ich da mache, ja. Schon Sex, ne? Nee, nicht was du da machst, sondern was du am liebsten magst. Also jetzt meinst du von den sexuellen Praktiken her, oder? So, zum Beispiel, ja. Ja, also ich mag schon gerne also bei einer Frau anal. Ja. Und, ja, also auch mal Hittenfick. Ja gut, okay. Und so weiter, wir können uns das vorstellen. Ja, na ja. Soll das jetzt so weitergehen? Ihr macht das jetzt seit einem halben Jahr. Ist das jetzt so ein Bestandteil eurer Beziehung, dass ihr in den Club geht? Oder soll das auch wieder irgendwann zu Ende gehen und auslaufen? Ja, mal sehen. Vielleicht wird irgendwann mal langweilig. Mhm. Aber du hast mich jetzt angerufen, um mir zu erzählen, wir machen das und es ist uns gut bekommen. Und ich wollte mal ein bisschen drüber plaudern, was da passiert. Ja, nee, ich will auch vor allen Dingen auch anderen Pärchen Mut machen. Mal. Mhm. Die auch mal dahin fahren möchten. Nach dem Motto, geht auch mal in den Swingerclub, wenn es kriselt bei euch? Ja, nee, weil auch, wir haben auch schon so mit anderen Pärchen gesprochen, die so, die, man sieht auch, wenn man da öfters hinfährt, wer zum ersten Mal da ist und wer nicht. Mhm. Ja, und dann erzählt die immer, ja, und wir wussten nicht, wir sind hier mit Herzklopfen reingekommen. Ach so. Und. Also du willst sagen, das ist gar nicht so schlimm. Na. Man muss da nicht gleich die schlimmsten Sachen machen. Man kann auch nur ein bisschen abwarten, es gibt keinen Druck und so weiter. Ja, bloß wenn jetzt irgendwie ein paar dahin geht zum ersten Mal, die sollten schon meinen, die Zwingerclubs mit Herrenüberschuss. Mhm. Kann man da eigentlich als Mann alleine auch reingehen? Ja, offensichtlich ja, ne, wenn du Herrenüberschuss hast. Ja, da zahlst du aber, weiß ich nicht, je nach Club zu Club ist das verschieden, da zahlst du zwischen 100, ja, 150 so. Und 300 Mark Eintritt als Einzelherr. Ja, aber wenn es Herrenüberschuss gibt, dann machen das offensichtlich ja schon viele, ne? Meinst du jetzt von den Clubs her? Nee. Also wenn da so viele Männer sind, zahlen die ja wohl offensichtlich auch drauf, den, ne? Den Eintritt, ja. Ja. Zahlen die, ja. Das ist aber nicht gesagt, dass sie da auch mitmachen dürfen. Ach so, man zahlt dann viel Geld und steht dumm rum. Wenn man Pech hat, ja. Ach du lieber Himmel. Ist uns, also sollte man in einen Swingerclub besser als Pärchen gehen, als denn als alleinstehender Mann, ne? Ja, kommt schon irgendwie besser, weil was wir auch schon erlebt haben in anderen Clubs, wo Herrenüberschuss ist, die gucken dich den ganzen Abend nur blöd an. Mhm.
du gehst dann mit deiner Freundin nach oben, schwupp, schwupp, schwupp sind die hinterher und gehen dann mit auf der Matte. Bloß, das läuft bei uns nicht. Vor allem, die gehen ja dann mit auf die Matte und was machen die dann, wenn die mit auf der Matte sind? Ja, die versuchen dann meine Freundin anzukratzen. Ah, und da sagst du natürlich nein, ne? So nicht. Nee, nein, weil erstmal ist wichtig, dass der erste Kontakt hergestellt wird. Verstehe. Und der erste Kontakt passiert meistens immer an einer Bar oder irgendwo am Tisch. Erstmal ein bisschen reden, ja, zusammen was trinken. Ja. Wenn dann Sympathie da ist, dann geht man zusammen Verstehe. Hoch. Also wir haben jetzt so ein bisschen Einblick gewonnen in die Rituale eines Swingerclubs. Männer, seid vorsichtig, wenn ihr alleine seid. Das kann böse ausgehen und sehr teuer werden. Ich danke Oliver für den Anruf und wünsche dir und deiner Partnerin noch viel Spaß im Club und überhaupt alles Gute für eure Beziehung. Okay, danke. Okay, tschüss. Bis dann, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Unser Thema übrigens nächste Woche Dienstag. Wir waren ja gerade beim Swingerclub, heißt Geschichten rund um den Po. Geschichten rund um den Po. Was fällt uns da ein? Krankheiten. Unangenehme Krankheiten rund um den Po. Sex natürlich. Schönheit auch. Ne? Schönheits-OPs zum Beispiel. Also nächste Woche Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, heißt unser Thema Geschichten rund um den Po. Darüber möchte ich mit euch reden. Heute könnt ihr zu jedem Thema anrufen, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Christine ist da und Christine ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Christine. Ja. Dein Thema. Ich denke nur gerade noch an den Vorredner von mir. Wenn ich so wäre wie er, dann hätte ich wahrscheinlich weniger Probleme. Warum? Wenn du das so locker nehmen könntest, oder was? Ja, wahrscheinlich, weil bei mir sind die Probleme so gelagert, dass mein Mann offensichtlich mehr Interessen an solchen Dingen hat und ich das nicht gewusst habe, als ich ihn geheiratet habe. Wie lange seid ihr verheiratet? 2 Jahre jetzt. 2 Jahre. Und das ist dir jetzt neuerdings irgendwie klar geworden, dass da was schwelt bei ihm? Ja, so seit einem halben, dreiviertel Jahr ungefähr. Wie kam das, dass dir das klar geworden ist? Na, ich hatte so anfangs schon den Verdacht, dass er mir nicht alles so erzählt. Ja, und dann im letzten halben Jahr habe ich dann so nach und nach so durch dumme Zufälle Dinge gefunden, die mir gezeigt haben, dass er doch anderweitig doch Interessen hat. Welche Dinge hast du gefunden? Verschiedene Pornohefte, Pornomagazine und dann eben noch, dass er Fotos von sich selber macht, die er im Computer vervielfältigt. Wie von sich selbst? Von sich selbst nackt? Ja. Irrigiert nackt? So teilweise, ja. Von sich selbst? Warum macht er das? Hast du eine Idee? Ja Gott, ich habe eigentlich nur eine Vorstellung, dass er damit vielleicht die Bilder verschickt im Internet oder in Magazine. Das sind meine Gedanken. Ob es stimmt, weiß ich natürlich nicht. Liegt nahe, dass er sich so anbietet. Richtig. Nach dem Motto, so sehe ich aus und sehe ich in voller Mannespracht aus. Ganz genau, ja. So habe ich das eigentlich auch gesehen. Ja, und nachdem ich die ganzen Sachen da gefunden habe, habe ich ihn irgendwann auch mal angesprochen, habe allerdings keine Antworten bekommen. Das Schweigen ist er ziemlich groß. Wie, er hat überhaupt gar nichts gesagt? Was, warum, wieso, was er macht damit? Ich habe, als ich ihn das erste Mal drauf angesprochen habe, dann wollte er erst noch so schön abwinken, das wäre alles gar nichts Schlimmes. Er hätte das alles nur von seinem Kumpel bekommen und er hätte eigentlich damit gar nichts zu tun. Wo hast du die Sachen eigentlich gefunden? Waren die sehr pfiffig versteckt? Eigentlich gar nicht. Die waren überhaupt nicht besonders versteckt. Also das heißt, das eine habe ich dann, nachdem ich die ersten Sachen gefunden habe, dann habe ich dann doch mal ein bisschen rumgewühlt und habe dann im Auto was gefunden. Und naja, wie es dann so ist, dann sucht man natürlich immer weiter und findet natürlich immer mehr. Und ihr habt einen gemeinsamen Computer und da hast du da das dann... Da gehe ich schon gar nicht mehr ran. Ach, da gehst du, aber du hast die Bilder ja immerhin entdeckt. Ja klar. Von ihm die Fotos. Ja. Das geht jetzt schon ein halbes Jahr so. Ja. Du hast es entdeckt, ihr habt nicht drüber gesprochen, er hat sich nicht dazu geäußert. Nein. Und du machst dir deinen Kopf und deine Gedanken, verständlicherweise. Ja, logisch, das ist klar. Vor allen Dingen, weil er ganz extrem eigentlich von Anfang an darauf bestanden hat, dass absolute Treue da ist. Und er war schon verheiratet, wurde betrogen von seinen Ehefrauen und dass Treue bei uns ein großer Punkt ist und das ist bei mir halt ein Punkt, wo die Treue aufhört. Wie ist denn euer Sex? Also ich hatte immer gedacht, der wäre gut. Und er war auch gut, weil ich eigentlich auch recht spontan bin. Also nicht nur so eine, die so Licht aus und sowas, sondern man kann es auch mal zwischendurch machen oder auch mal draußen oder im Fahrstuhl oder sonst irgendwas.
Also da war ich eigentlich sehr offen gewesen, sag ich mal. Und der Sex passiert im Moment auch noch? Oder bist du durch diese Sachen, die du entdeckt hast, ein bisschen verkrampft und hast keinen Bock mehr? So unterschiedlich. Zwischendurch gab es Phasen, da lief da eigentlich auch noch genug zwischen uns beiden. Vielleicht findet er es ja auch ganz toll, aber es reicht ihm nicht aus. Vielleicht gebraucht er diese Sachen, also die harmloseste Variante ist ja, dass er diese Sachen braucht, einfach für sich zum Onanieren. Ja, wenn das nur wäre, wäre es ja gut. Ja, genau. Wobei diese Fotos mich auch ein bisschen stutzig machen, von denen du gerade erzählt hast. Eben, mich nämlich eigentlich auch. Er wird ja wahrscheinlich nicht auf sich selbst onanieren, sondern die wirklich irgendwie weiter verbreiten. Ne? Einmal das und zum anderen, dann habe ich noch Anzeigen gefunden, wo wir jetzt hier eine Krise hatten. Da war ich mal 1-2 Tage weg gewesen und danach habe ich dann die Telefonnummer gefunden von diesen sogenannten tollen Hotlines. Und er hat auch so schon sich eine Anzeige aufgeschrieben, dass er so als XXL-Hengst eine Gruppenpaare oder sonst irgendetwas sucht. Ob er es aufgegeben hat, weiß ich nicht. Ach. Aber allein, dass die Anzeige schon formuliert wurde, hat mich natürlich auch etwas schwierig gemacht. Allerdings. Und das hast du ihm auch vorgelegt, dass du das gefunden hast, diese Anzeige? Ja, klar. Und da hat er auch nicht drauf reagiert? Nein. Aber was ist das für eine Situation? Ich sitze mit meiner Frau zusammen, die legt mir sowas vor. Er sagt gar nichts? Nee, der sagt nichts, er schweigt. Gar nichts? Er streitet das nicht mehr ab? Oder? Nee, er gibt keine Erklärung, kein gar nichts ab. Macht dich das nicht wahnsinnig? Ich glaube, ich würde rasend werden, wenn ich da meinem Partner sowas vorlegen würde und der würde kein Piep dazu sagen. Wie unverschämt auch dir gegenüber. Ja, ist richtig, sehe ich eigentlich ganz genauso. Er hat es dir doch zu erklären, vor allen Dingen, wenn du ganz normal fragst. Wie bist du denn so drauf, Christine? Könntest du dir vorstellen, sowas, was gerade der vorhergehende Anrufer erzählt hat, könntest du in so einen Swingerclub gehen? Ich habe natürlich jetzt mich lange mit dem Thema beschäftigt, das ist richtig, aber das ist nichts für mich. Ich bin unwahrscheinlich offen, ich werde alles mitmachen, also alle möglichen Varianten, was es im Sex gibt, außer natürlich mit Schmerzen und so ein Kram. Aber nur eben auf euch beide bezogen? Genau. Es wäre auch nicht möglich, dass ihr euch ein Paar oder eine Frau oder einen Mann dazu holt? Nee, also das ist dann doch nichts für mich. Das ansonsten wirklich alles, aber das mit meinem Partner nur. Mhm. Gut, das ist natürlich schon eine große Einschränkung. Du sagst alles, aber dann doch wieder nur mit dem Partner. Ne? Ja gut, aber... Aber darüber zu reden bringt eigentlich überhaupt gar nichts, wenn man nicht weiß, welche Sehnsüchte er hat und was er gerne möchte. Deswegen ist das A und O, finde ich, dass du den Knaben wirklich jetzt so hart anpackst, dass der seinen Mund auftut und erzählt, was los ist mit ihm. Und was er für Vorstellungen hat und was für heimliche Fantasien. Nur dadurch könnt ihr vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit auch wieder in eine befriedigende Sexualität miteinander kommen. Denn jetzt, die Sexualität war ja vorher gut gewesen. Ja, aber was jetzt fehlt, ist das Vertrauen. Ja, weil es kommt ja noch dazu, dass er beruflich viel unterwegs ist. Mhm. Und so wie letzte Woche zum Beispiel, da ist er auf einmal, hat er mich um 7 Uhr angerufen, dass er nach Hause kommt. Und kam nachts um 3 nach Hause und hat mir irgendeine Story erzählt, die total unglaubwürdig und offensichtlich auch falsch war. Das heißt, du vermutest sogar, dass er wirklich real auf fremd geht? Auf irgendeine Art und Weise, ja. Nein, ich könnte mir auch vorstellen, an deiner Stelle, wenn ich mich in dich hineinversetze, dass du dich jetzt gar nicht mehr so beim Sex gehen lassen kannst. Denn du machst dir ja Vorstellung, was geht in dem im Moment vor? Gefällt ihm das noch? Denkt er an irgendeine andere Frau oder an irgendwelche anderen Praktiken? Richtig, also ich meine, es gab zwar Phasen, wo es dann zwischendurch ganz gut war, weil ich brauchte es ja auch mal ab und zu mal wieder. Aber hinterher, dann liegt man dann schon da und denkt, das kann ja gar nichts gewesen sein. So, Christine, es muss gesprochen werden. Lange Rede, kurzer Sinn, du musst mit ihm reden. Und ja, das nützt nur nichts, wenn man keine Antworten bekommt. Ja gut, dann musst du härtere Seiten auffahren. Das habe ich jetzt schon gemacht eigentlich. Nämlich? Ich habe ihm einen ganz klaren Brief geschrieben, dass es so nicht weitergeht. Das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her und da kam keine Reaktion drauf. Und so wie es aussieht, wird das eine kurze Ehe gewesen sein. Hast du in dem Brief das so schon angedroht? Dass, ich habe ihm gesagt, dass ich mit Ungewissheit und Lügen und Schweigen nicht weiterleben möchte. Ja, so finde ich das auch sehr richtig. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht mehr gesehen. So sehe ich es auch, ja. Ich denke mal, das ist jetzt seine Entscheidung, was er macht, wenn ihm das andere alles wichtiger ist. Ist oder denn euer, viel zu verbergen hat, wie auch immer. Ja, ist denn euer Miteinander ansonsten so im normalen Alltag gut, schön? Das war traumhaft. Harmonisch? Das war traumhaft. Umso trauriger, ne? Dass das es dann war an... wie gesucht und gefunden. Es war also nicht meine erste und auch nicht seine erste Ehe, sondern wir sind ja schon 39 und noch älter.
wo man eigentlich dachte, das ist doch für, naja, halt länger und so. Ich würde auch nochmal, wenn er jetzt weiterhin schweigt, nochmal eine Drohung nachlegen. Vielleicht realisiert der das noch gar nicht so sehr. Wie ernst ich das meine. Wie ernst du das meinst, genau. Das vielleicht Gefühl habe ich auch, dass er das noch gar nicht ernst nimmt. Ja, genau. Vielleicht geht ihm dann ein Licht auf und er quatscht endlich. Du musst ihn natürlich auch, wenn du ihn, ich höre schon daraus, dass du ihn schon auch liebst oder noch nach wie vor liebst. Mhm. Ist so, ne? Ja. Dann auch irgendwie ein Türchen aufmachen, dass du sagst, du kannst, sag erstmal alles, mich schockt das nicht. Aber lass uns das einfach. Das habe ich in dem Brief geschrieben, ja. Ganz egal was es ist, das kann man irgendwo lösen. Nur Schweigen löst es einfach nicht. Ja, ist der richtige Standpunkt. Jetzt hoffe ich, dass er sich meldet, dass er redet. Und wenn nicht, dann nochmal. Na klar. Und alles Gute, Christine. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ein Fax von. Hi Domian. Ich bin 17 Jahre alt und heiße Tim. Ich habe deine Show vor einem halben Jahr entdeckt und gucke sie seitdem so oft es geht. Absolut cool finde ich, dass Oldies bei dir anrufen und ganz offen über alles reden. Solche Großeltern würde ich mir wünschen. Deine Show scheint für alle, für uns Junge und eben auch für die Alten interessant zu sein. Das ist doch super. Weiter so. Schöne Grüße von Tim. Das ist sehr nett von Tim. Und lieber Domian, schreibt Marion, 29 Jahre alt aus Potsdam. Lieber Domian, was hältst du eigentlich von der Tuchtelei zwischen Sabine Christiansen und Klaus Wowereit? Hat sie eine Chance, ihn rumzukriegen? Eine schöne Frage. Ich kenne die beiden ja nun nicht. Ich würde aber doch sehr stark und klar prognostizieren, dass sie keine Chance hat, ihn rumzukriegen. Ich glaube das nicht. Bin da ziemlich sicher. 1.31 Uhr. Kleine Pause. Nur 31 und 31 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das ist WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow. Heute freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Ich begrüße herzlich Bianca. Hallo Domian. Hallo Bianca, 28 Jahre alt. Ja. Was ist dein Thema? Mein Freund. Ich habe Probleme mit dem. Mhm. Und zwar, der fängt einfach Krach an, wo überhaupt kein Krach ist. Wie lange seid ihr zusammen? Ein Jahr. Wohnt ihr auch zusammen? Wir wohnen auch zusammen, ja. Ja. Der hatte eine Freundin gehabt und hat Zwillinge. Mhm. Und ist dann, und die Freundin ist bei einfach Nacht und Nebel abgehauen, wo er nicht da war. Mhm. Und seitdem hat er seine Kinder auch nicht mehr gesehen. Mhm. Ja, und da hab ich ihn kennengelernt. Ich hatte ihn schon früher kennengelernt gehabt. Mhm. Durch meinen Bruder. Ja, und dann sind wir zusammengekommen. Und jetzt ein Jahr zusammen, wohnt auch zusammen. Und seit wann sind jetzt treten die Schwierigkeiten auf, die du gerade angedeutet hast? Die Schwierigkeiten treten auf, da waren wir gerade 2-3 Monate zusammen. Mhm. Und dass er einfach den Frust, den er hat, lässt er einfach an mir aus. Ach so, die Enttäuschung, ja, die richtig. Traurigkeit. Ja, mhm. Das erzieht sich dann entweder hoch ins Schlafzimmer. Und wenn ich den dann anspreche, dann kriege ich entweder nur ein Brüll entgegen. Dann lasse ich ihn schon ganz in Ruhe. Mhm. Oder er kommt einfach runter und fängt dann Krach an, wo kein Krach ist. Mhm. Und dann hat er noch was getrunken dabei. Mhm. So, er wird nicht gewalttätig oder so. Nur nein. Ich selber habe ein 6-jähriges Kind. Das lebt auch bei euch? Ja, das lebt bei mir. Mhm. Und ich merke, dass ich selbst mit mir unzufrieden bin und lasse auch den ganzen Frust, was ich jetzt mit ihm habe, lasse ich auch an mein Kind aus. Wie verhält er sich denn deinem Kind gegenüber? Ist er da korrekt? Ja und nein. Manchmal hat er Phasen, da ist er super drauf mit dem Kind, da spielt er stundenlang mit dem. Mhm. Dann hat er wieder Phasen, da ist er nur am Motzen über mein Kind, weil mein Kind ziemlich verwöhnt ist. Mhm. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Und ich bin auch keine perfekte Mutter, das habe ich auch schon gesagt. Mhm. Aber ich glaube, das ist nicht jede
ich glaube, dass nicht jeder eine perfekte Mutter ist. Mhm. So, und hast du denn den Eindruck, dass das in der letzten Zeit, so die letzten Wochen und Monate, noch schlimmer geworden ist? Ja, das wird von Tag zu Tag schlimmer. Weil seine Situation sich auch nicht verändert, die das ausgelöst hat. Richtig. Mhm. Ich habe zwar mit ihm die Wege gegangen jetzt, damit wir versuchen, dass er seine Kinder sieht. Mhm. Und mehr kann ich ja auch nicht machen. Wenn solche Streitereien entstehen, wenn er den Streit sucht, wo eigentlich gar kein Streit ist, wie reagierst du denn darauf? Lässt du dich mit in den Streit reinziehen oder versuchst du so, das alles an dir abprallen zu lassen? Ich versuche das einfach, wie soll ich das erklären? Wenn er einfach runterkommt und fängt, und ich bin Fernsehen gucken jetzt, dann fängt er einfach an, irgendwas zu finden. Entweder kontrolliert er Telefon, wen ich angerufen habe, oder mein Handy, oder liest die SMS, die ich bekommen habe jetzt. Verstehe, sowas kann einen ja schon sehr nerven. Ja. Bist du dann auch in der Wut oder denkst du, komm, lass ihn in das Ohr rein, in das wieder raus? Sicher denke ich so, aber er hält sich ja dran. Das heißt, es gibt dann doch Streitereien zwischen euch beiden? Ja, es gibt dann Streitereien und da sage ich einfach nur, dann entweder lass mich in Ruhe. So, du hast das ja jetzt schon durchblickt, dass es letztendlich immer an anderen Ursachen hängt, dass er sowas macht. Hast du ihm das mal so hingelegt, dass er immer Streit sucht, wo kein Streit ist und dass es zusammenhängt mit seiner Grundfrustration wegen der Kinder und so weiter? Hast du ihm das mal so gesagt? Ja, das habe ich ihm gesagt. Nur er blockt ja absolut ab. Wenn ich mit ihm über seine Kinder sprechen möchte, dann sagt er einfach, lass mich in Ruhe. Aber du bist gut genug dafür, mit ihm diese ganzen Ämtergeschichten einzuführen. Richtig, das richtig. Ja. Mhm. Und er selber hat keine Arbeit, ist momentan arbeitslos. Das heißt, er ist den ganzen Tag bei dir zu Hause? Ja, mhm. Richtig. Wie alt ist er? Er ist 29. 29, ja. Liebst du ihn? Ja, ich liebe den. Das du ist es ja, das ist das Problem. Abgesehen von diesen ganzen Verspannungen, würdest du eigentlich das sagen, das Gefühl haben, dass er dich auch liebt? Ja, auf jeden Fall. Er liebt mich auch. Nur er lässt mich einfach nicht an sich ran. Mhm. Das heißt, im Moment besteht eine ganz große Gefahr, dass diese Liebe, die da zwischen euch entstanden ist, kaputt geht durch diesen Kleinkram eigentlich, ne? Richtig. Der aber wiederum eine ernste Ursache hat. Ja, richtig. Ich meine, ich verstehe ihn ja auch jetzt in solchen Situationen, dass er seine Kinder sehen möchte. Mhm. Weil er hat die ja jetzt schon fast ein Jahr nicht mehr gesehen. Mhm. Nur ich sag mir, er kann doch das nicht einfach, hier sag ich mal, an uns auslassen. Und ich lasse das an meinem, den Frust, den ich habe, weil ich das in mir nachher reinfresse. Ja, man muss ihm einfach klar machen, dass er hat ja schon einmal ein großes Unglück erlebt, nämlich dass er seine Kinder nicht sehen kann. Ja. Es könnte das zweite Unglück kurz vor der Tür stehen, nämlich dass er die Beziehung zu dir und eure Liebe auch verliert und kaputt macht. Ja, das habe ich ihm auch gesagt schon. Weil du hast das Gefühl, dass du ihn nicht erreichst. Nein, ich erreiche ihn einfach nicht, weil er sagt, er meint immer, er ist im Recht und der hat eine ganz komische Einstellung zu Frauen. Die Frau, die gehört, wie soll ich das sagen, zum Kochen, zum Putzen und zum Sex. So, da muss der junge Mann, glaube ich, aber noch sehr viel lernen. Auf jeden Fall. Sonst sitzt er irgendwann mal ganz alleine da. Richtig. Und dann muss er auch kochen und putzen und hat keinen Sex, ne? Ja. Mhm. Und ich habe, ich sage halt, den ganzen Frust, den ich in mir reinfresse, den übertrage ich an mein Kind. Und das ist ganz schlimm. Ja, und das ist wirklich schlimm, weil mein Kind, merke ich, das entfernt sich immer mehr und mehr von mir. Und da ich mein Kind ja sowieso alleine großziehe, weil der Vater hat uns ja auch vor, ja, sagen wir, sechs Jahren verlassen. Und haben aber einen super Kontakt miteinander. Der Vater ruft seinen Sohn an, der Sohn ruft seinen Vater an. Und da mein Sohn erst 6 Jahre alt ist, wähle ich natürlich für ihn die Nummer, wenn er seinen Vater anrufen will. So, das ist für mich selbstverständlich. Und wenn er dann das Telefon kontrolliert und sagt, wem gehört diese Nummer, dann sage ich ja, so und so ist das, ist der Vater von meinem Kind. Dann fängt er direkt an rumzubrüllen und sagt... ja, so geht das nicht. So geht das nicht. Bianca, ist das deine Wohnung oder eure Wohnung? Das ist meine Wohnung. Das ist deine Wohnung. Ja. Hast du ihm irgendwann schon mal so klar formuliert, wenn es so weitergeht, sind wir beide getrennt und du fliegst auch hier raus? Ja, das habe ich ihm auch schon gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, dass ich das nicht mehr lange mitmache, weil meine Nerven sind am Ende. Ja. Und was sagt er darauf? Ja, dann steht der Wutentbrannt auf und sagt, ich mache das auch nicht mehr lange mit und geht dann hoch. Und das ist ja das Beste. Dann kommt er am anderen Tag wieder runter, als ob nichts gewesen ist. Gut, aber das kennst du ja, das spielt hier mittlerweile. Den nächsten Tag wiederum fängt er mit der Streiterei an. Also irgendwas muss passieren, ne? Ja, irgendwas muss passieren. Auf jeden Fall.
so wie du ihn mir gerade geschildert hast, könnte ich mir vorstellen, dass der auch nicht bereit ist, dass ihr zusammen euch mal beraten lasst bei einem Paartherapeuten. Ja, ich habe es mir auch schon vorgeschlagen. Ich habe auch gesagt, sagst du, am besten legst dich auf die Couch, sag ich. Mhm. Sagst du, lass dich untersuchen, sag ich, das ist doch nicht normal. Sagst du, sagst immer, du änderst dich. Würde er das machen, dass ihr beide zusammen zu einer Beratung geht? Dann muss ich ihn fragen. Würde ich an deiner Stelle machen. Vielleicht ist das die wirklich einzige Chance, dass eine dritte Person, eine neutrale Person euch ein bisschen miteinander Beziehung gelegen ist, wenn er weiter mit dir zusammenleben will, du kannst es so nicht, dann soll er sich darauf einlassen. Mhm. Wenn er sich nicht darauf einlässt, dann würde ich dir raten, alleine zu einer Paartherapie, zu einer Paarberatung mal zu gehen. Einmal, zweimal, dreimal. Dann kriegst du nämlich auch noch ein anderes Feedback und vielleicht ein paar Hinweise und vielleicht dann ein paar Ideen vermittelt von dem Therapeuten. Ja, das stimmt auch schon. Aber auf jeden Fall musst du was unternehmen, weil so geht das nicht weiter. Vor allen Dingen das Kind leidet ja darunter. Ja, das ist das Allerschlimmste. Das ist es ja. Und meine Mutter sagt auch schon zu mir, dass ich mich verändert hätte, zum Negativen. Weil, weißt du, Bianca, deswegen frage ich gerade auch nochmal, wie alt er ist. Wenn er jetzt 19 wäre, 18, hätte ich noch Verständnis dafür, dass der so eingesogen ist in seinem Frust und seinem Unglück. Aber der ist fast 30 Jahre alt. Mhm. Da erwarte ich von einem Mann, dass er so klar im Kopf ist und das auseinanderhält. Nämlich auseinanderhält, dass du und dein Kind daran überhaupt keine Schuld tragt. Ja, ne? Und dass er euch vernünftig behandeln muss und seinen Frust, wenn, irgendwo anders auslassen sollte. Wenn er boxen geht oder so. Weiß ich, irgendwas macht. Ja, ist ja, wenn er wenigstens arbeiten gehen würde. Mhm. Dann wäre er ausgelastet. Mhm. Aber das ist es ja nicht mehr. Ich bringe alles alleine rein hier. Und das ist auch so, was mich auch noch... Wie du arbeitest auch noch nebenher? Ich gehe abends noch, gehe ich extra putzen. Du gehst noch putzen? Ja, damit ich das Geld reinbringe, damit ich alles bezahlt kriege jetzt. So, Bianca, mach ihm richtig Druck, finde ich. Schlag ihm das vor, wenn ihm was dran gelegen ist, dann, dass er mitkommt zu einer Therapie, zu einer Beratung, das ist ja keine richtige Therapie. Und wenn er nicht mitkommt, gehst du alleine. Ja, okay. Und dann gucken wir weiter. Ja, okay. Alles Gute. Danke. Wiederhören. Tschüss. Lisa, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Lisa. Ja, um was geht's, Lisa? Ich bitte um den ständigen Streit meiner Eltern und ich sitze bei denen zwei zwischen den Stühlen und jeder versucht mich auf seine Seite zu... Und es geht schon ewig so. Das muss ich nochmal fragen, weil am Anfang auch irgendwie ein Hänger in der Leitung war. Es geht um den Streit der Eltern, deine Eltern untereinander. Genau. Und du hängst dazwischen. Ja, ich sitze zwischen den Stühlen. Lebst du mit deinen Eltern noch zusammen? Nein, ich habe eine eigene Wohnung. Bist du Einzelkind? Nein, ich habe noch drei Geschwister. Aber die du sind bist... alle kleiner wie ich. Ach, die sind kleiner wie du. Und die wohnen noch bei deinen Eltern? Ja, die wohnen noch bei meinen Eltern. Aber du bist so ein wichtiger Punkt, sodass sich beide Parteien so an dir orientieren. Ja. Weswegen streiten sich die Eltern denn so sehr? Es geht darum, dass mein Vater immer fremd geht. Und jetzt waren sie 2 Jahre getrennt, meine Eltern. Und seine Freundin ist dann schwanger geworden. Und es war dann so, dass es dann halt einen Riesenkrach gab. Erstens mal zwischen der Freundin von meinem Vater und ihm selber. Weil mein Vater wollte kein Kind. Er ist ja schon Vater von 4 Kindern. Und er ist jetzt auch nicht mehr in dem Alter, wo man noch Vater wird, sagt er. Wie alt ist er? 43. Und dann haben sie sich getrennt und mein Vater ist wieder nach Hause gezogen, also zur Familie. Und dann fing der Streit zwischen meinen Eltern an. Da hat deine Mutter aber auch ein großes Herz, dass sie nach 2 Jahren und nach dem, was da alles vorgefallen ist, gesagt hat, okay, komm zurück. Ja. Warum hat deine Mutter ihn wieder zurückgenommen? Das weiß ich nicht, das versuche ich auch immer. Also meine Mutter ist halt noch so, bei uns sagt man, aus der Antike. Also sie hat ihren Eheschwur geleistet und das gilt für sie auch. Aus der Antike. Ja, so sagt man das bei uns. Ja. Und sie sagt halt, ja, ich habe damals gesagt, wie in guten, so in schlechten Zeiten. Und okay, sie hat jetzt auch keine Lust mehr und sie denkt jetzt auch schon an Scheidung. Es geht halt schon ewig so. Das Problem ist, dass ich dann selbst gemerkt habe, also ich war im vierten Monat und dann habe ich gemerkt, dass ich schwanger bin. Und diese ganzen Streitereien, die haben mich dann halt durch die Schwangerschaft begleitet, weil ich bin alleinerziehend.
Also ich bin auch nicht mehr mit dem Vater von meinem Kind zusammen. Mhm. Und es ist halt so, dass das Kind ist da von mhm. meinem Vater. Also mein Vater ist innerhalb von einer Woche Vater und Großvater geworden. Mhm. Und ist das denn so, wenn ich unterbrechen darf, ist das so, dass dein Vater zu dir kommt, sich beklagt über deine Mutter und deine Mutter zu dir kommt und sich über den Vater beklagt? Bist du so ja. Ansprechpartner von beiden? Also von meinem Vater jetzt weniger. Mhm. Das kann ich auch verstehen, weil ich bin halt auf der Seite von meiner Mutter und das war schon mhm. immer so. Redest du denn auch im Namen deiner Mutter mit dem Vater und versuchst dann irgendwie zu vermitteln? Nee. Das nicht? Mhm. Weil es bringt nichts. Er mhm. sieht seine Fehler nicht ein. Du hast gerade gesagt, dass der Streit und diese ganzen, ja, die Missstimmung eigentlich schon sehr, sehr lange anhalten. Wie viele Jahre halten die an schon zwischen deinen Eltern? Seit ich auf der Welt bin eigentlich, seit sie sich kennengelernt haben, also meine Mutter schwanger geworden ist, hat es schon angefangen. Es war nie eine gute, eine glückliche Ehe. Nein, also ich kenne keine glückliche Kindheit in dem Sinne. Mhm. Also es gab mhm. immer Streit, es gab auch Gewalttätigkeiten. Er hat sie geschlagen? Ja, ich bin dann dazwischen gegangen und meistens mhm. habe ich es dann abgekriegt. Und also ich bin dazwischen gegangen, um meine Mutter zu schützen. Ist er denn früher auch schon oft fremd gegangen? Ist er? Oft. Ja. Mhm. Mhm. Und es ist halt so, dass ich jetzt selber ein Kind habe, ich habe meine eigenen Probleme und auf der einen Seite, ich möchte halt mit beiden gut zurechtkommen, aber ich habe gemerkt, es ist einfach nicht möglich. Mhm. Ich finde einfach keine, wo ich mit den zwei, also mit beiden gut auskommen kann. Wahrscheinlich geht das auch nicht, solange die beiden zusammen sind, weil die Voraussetzung, nee. Dass es gut funktioniert, wäre, dass die erstmal getrennt sind und sich das harmonisiert hat. Wahrscheinlich ist es doch so, wenn du da nach Hause kommst, dass da immer der Haussegen schief hängt, ne? Und Spannung ja. in der Luft ist. So ist es. Ja. Warum ist denn dein Vater überhaupt, nachdem die schon 2 Jahre getrennt waren, wieder zurück in die Familie gegangen? Ja, das frage ich mich auch. Das ist eine gute Frage. Also ich habe ihn selber schon gefragt und es kam keine Antwort. Ich muss sagen, mein Vater ist ein Mensch, der sehr materiell denkt. Mhm. Er denkt eigentlich nur ans Materielle. Er denkt nicht an Gefühle, er nimmt keine Rücksicht auf Gefühle. Mhm. Und ich denke einfach, also so wie sich für mich im Laufe der Zeit herausgestellt hat, ich denke einfach, er hat noch ein gutes Verhältnis zu dieser Frau und er besucht sein Kind auch regelmäßig. Mhm. Also zu der Geliebten. Ja, mhm. und ich denke einfach mal, okay, sie ist schwanger geworden, mhm. sie wollte nicht abtreiben, das musste mein Vater akzeptieren. Mhm. Dann haben sie sich gestritten, okay, aber sie verstehen sich ja immer noch gut. Mhm. Und ich denke einfach mal, wenn er nicht ausgezogen wäre, dann hätte sie ja auch kein Recht aufs Mutter-Kind-Projekt gehabt. Mhm. Also es ist ein finanzieller Aspekt, denke ich einfach. Klingt aber alles ziemlich mies letztendlich, ne? Was eben, eine Person anbelangt. Weil mein Vater ist, seit er zu Hause ist, er schreit nur rum, mhm. er ist unzufrieden, er hat an allem und jedem was auszusetzen. Es ist einfach unerträglich. Und die arme Mama muss es schlucken und schluckt es. Ja, nicht mehr. Sie schluckt nicht mehr. Deswegen entstehen auch diese Streitereien. So, er will Lisa. Nicht ausziehen. Er will nicht ausziehen? Mhm. Ja, und meine Mutter kann nicht ausziehen, weil mein Bruder ist behindert und es ist halt für ihn eine Umstellung, denn sie sind in den letzten 3 Jahren, glaube ich, 2 oder 3 Mal umgezogen. Mhm. Und für ihn ist es dann wieder eine Umstellung und er ist gerade operiert worden und mhm. meine Mutter kann jetzt einfach nicht umziehen oder mhm. wegziehen von hier. Würde sie das denn, wenn jetzt die Schwierigkeit mit dem Bruder nicht wäre? Schon. Ich denke schon, also sie hat ihn schon mal vor die Wahl gestellt. Also weißt du, wenn du mir erzählst, wenn die Frau 24 Jahre das mitgemacht hat, 24 Jahre gelitten hat, eingesteckt ja. hat, glaube ich, dass dieser Schritt wahrscheinlich für sie immer noch sehr schwer ist. Und ich denke, das Einzige, was du ein gutes Verhältnis zu deiner Mama hast, auf jeden Fall sie so seelisch insofern unterstützen solltest, dass sie auf jeden Fall diese Trennung innerlich vollzieht. In der Hoffnung, dass es dann irgendwann bald auch räumlich und materiell möglich ist. Auch wenn sie irgendwann mal geschworen hat, den guten und den schlechten Zeiten. Das, was sie jetzt macht, ist ja noch viel schlimmer. Sie lebt ja quasi mit einer Lüge. Und sie tut sich nichts Gutes, den Kindern nichts Gutes, dem Mann nichts Gutes. Also muss man dann irgendwann auch mal dieses Versprechen auch beenden, weil es einfach ehrlicher ist. Das weiß ich auch. Ich habe ihr das auch erklärt. Ich meine, meine Mutter, die kennt eigentlich sowas wie eine glückliche Ehe oder eine glückliche Beziehung überhaupt nicht. Mhm.
Und ich habe ihr oft schon gesagt, sie soll ihn verlassen und entweder alleine bleiben oder vielleicht ergibt sich irgendwann was. Mhm. Ich meine, ich würde meiner Mutter wirklich wünschen, dass sie einen Mann findet, der sie respektiert und der sie liebt und der sie auch so behandelt. Mhm. Also ich kann jetzt die organisatorischen Schwierigkeiten nicht beurteilen, die um deinen behinderten Bruder herum bestehen. Ich kann nur sagen, aufgrund dessen, was du gerade erzählt hast, dass diese Frau so schnell wie möglich von diesem Mann weg muss. So unglaublich schnell wie möglich, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Ich weiß, aber im Moment ist es nicht möglich. Das ist auch so, dass sie nicht wegziehen möchte. Ein Grund dafür ist auch, dass ich bin wieder hierher gezogen in die Nähe von meinen Eltern. Also wir leben nur ein paar Häuser voneinander entfernt. Mhm. Und sie hat mir die Wohnung hier beschafft, damit ich in ihrer Nähe bin. Mhm. Und dass wenn wir anfangen zu arbeiten, dass sie sich dann ums Enkelkind kümmern kann. Mhm. Und da hat er auch zugestimmt und hat mir auch geholfen. So ist mein Vater echt nicht schlecht. Mhm. Also aber wenn man denn, ihn braucht, ist er da. Aber kannst du denn nicht vielleicht doch mal versuchen, auch nochmal die Barriere zu überwinden und mit ihm zu reden und ihm sagen, pass mal auf, Vater oder Papa, was immer du sagst, lasst es uns doch versuchen, gütlich zu regeln. Versucht euch doch zu trennen, trennt euch doch, damit es wirklich für alle die beste Lösung wird. Ich habe ihm das gesagt. Also es ist nicht so, dass wir überhaupt nicht miteinander reden. Er erzählt mir ja auch so von seinem Sohn, wenn er jetzt oben, also wenn er jetzt seinen Sohn besucht hat. Mhm. Ja, weil meine Tochter und sein Sohn sind ja nur eine Woche. Mhm. Also er ist eine Woche älter wie meine Kleine. Mhm. Und er erzählt mir dann, der ist viel größer und so. Okay, aber ich sage ihm auch, ich habe ihm auch gesagt, also in der Schwangerschaft, während ich schwanger war, gab es massive Streitereien. Also es war wirklich heftig. Und ich habe auch drunter gelitten, weil es war eine große Belastung für mich. Letztendlich, Lisa, bist du auch nicht die Amme deiner Eltern. Deine Mutter ist eine erwachsene Frau, dein Vater ist eine erwachsene Frau. Das müssen die letztendlich alleine regeln. Was du nur tun kannst, tust du ja auch, dass du tatkräftig mit Rat auch zur Seite stehst. Und irgendwann muss deine Mutter, wie auch immer, und wenn es noch so kompliziert ist, die Konsequenzen ziehen. Nur unterstütze sie dabei, das würde ich dir raten. Und zieh dich emotional ein bisschen raus. Du hast jetzt selbst ein Kind, was wirklich Hilfe braucht. Du kannst die nicht noch betutteln in ihrer Ehe. Ja, das ist halt schwierig, weil 30. Ich bin halt jeden Tag zu Hause bei meinen Eltern. Mhm. Ich würde einen Satz noch, weil das mit dem Bruder war mir gerade noch nicht so ganz klar und das können wir hier auf dem Sender nicht auseinanderfusseln, wegen der Behinderung und das geht nicht raus. Ich würde gerne, dass du ein paar Sätze mit meinem Psychologen noch redest, der sicher diesbezüglich noch eine viel klarere Übersicht hat, was man tun kann. Leg mal bitte auf und der Peter ruft dich an. Okay, und ich wünsche dir und euch alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, Lisa. Tschüss. Ariane, gibt's doch gar nicht. Ariane, 17 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Dein Thema? Mein Thema ist, dass ich mich in einen Schwarzen verliebt habe. In einen Schwarzen? Mhm. Ja. Und ja, von allen Seiten wird auf mich eingeredet, dass ich es besser nicht machen sollte. Und ja. Warum? Ja. Weil er schwarz ist, oder was? Ja, genau. Ich wurde halt so aufgezogen, dass ich nie einen Schwarzen als Freund haben sollte, dürfte. Wie? So wurdest du erzogen? Erstes Gebot, du darfst niemals einen Schwarzen zum Freund haben, oder wie? Ja, also als Partner. Wo wohnst du denn, darf ich mal fragen? Nicht so die Gegend zumindest. Ja, ich wohne in Mecklenburg-Vorpommern. Sind die da so drauf, die Leute? Nein, das ist nicht so. Nicht alle, also, aber mein Vater ist halt so drauf und ja, und wenn man so erzogen wird, dann hat man halt auch immer noch diese Vorurteile. Also ganz im Ernst, es gab in der Erziehung, das wurde sogar so formuliert, dass man sich nicht mit einem Ausländer und schon gar nicht mit einem Schwarzen einzulassen hat. Nein, es wurde jetzt nicht gesagt, hör zu, hier gibt's nichts. Mhm. Und meine Mutti hat halt immer hinter uns gestanden, hinter mir und meiner Schwester, egal ob wir jetzt mit einem Türken, mit einem Schwarzen oder egal mit was für einem Kerl wir ankommen würden, sie würde uns nie vor die Tür setzen. Mhm. Aber mein Papa hat halt immer gesagt, ja, kommt mir nicht mit einem Schwarzen ins Haus und naja. So, jetzt hast du dich aber verliebt. Ja, genau. Woher kommt dein Freund, aus welchem Land? Aus Afrika. Mhm. Wo genau aus Afrika? Nigeria. Das weiß sie gar nicht so ganz. Doch, das weiß ich. Aber jetzt lebt er in Hamburg. In Hamburg. Ja, wo habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns im Zug kennengelernt. Im Zug? Ja, genau. Ein Flocht im Zug? Ja. Was macht er in Hamburg? Der arbeitet im Autohaus. Mhm.
Und wie lange läuft jetzt euer Techtelmechtel schon? Techtelmechtel. Anderthalb Monate schreiben wir uns, telefonieren und haben uns aber bisher halt nur einmal einen Zug gesehen da. Ach so. Ja, und morgen treffen wir uns das zweite Mal und daher, ja, bin ich ein bisschen nervös. Und ja. Und wo trefft ihr euch morgen? Morgen werde ich ihn vom Bahnhof abholen und dann werden wir in einen Club gehen. Bei dir in deiner Stadt? Ja, genau. Und wo wird er übernachten? Ja, das ist halt das Ding. Mhm. Das ist halt die große Frage. Also ich würde gerne so lange wie möglich im Club bleiben und dann ihn gleich wieder zum Zug bringen, obwohl das mir ein bisschen bescheuert vorkommen würde. Mhm. Aber geht halt nicht anders. Ich kann ihn nicht mit nach Hause bringen. Mhm. Gut, das kannst du nicht. Das ist das Haus oder die Wohnung deines Vaters. Ich wohne ja alleine, also das ist ja nicht das Ding. Ach, du wohnst allein? Du hast eine eigene Wohnung? Nee, die Wohnung gehört meiner Mama, aber meine Mutti wohnt in Duisburg mit ihrem Freund zusammen. Mhm. Und wo wohnt der Papa, wenn der nicht bei dir wohnt? Die sind getrennt. Meine Mutti und mein Papa sind getrennt. Ja. Und meine Schwester lebt bei meinem Papa. Ach so, der hat eine eigene Wohnung? Du hast eine eigene Wohnung? Das ist meine Muttis Wohnung, kommt ab und zu hierher, aber ja, morgen wäre sie halt nicht da, aber trotzdem würde ich ihr Vertrauen auch nicht da missbrauchen irgendwie. Genau. Aber er ist in dieser Wohnung gar nicht drin. Wer, mein Papa? Ja. Nee, das heißt, wenn deine Mama grünes Licht geben würde, du kannst ihn übernachten lassen, dann wäre es okay. Dann wäre es okay, aber sie will das auch nicht und... Du musst ja auch nicht gleich morgen beim ersten Mal mit dem gleich in die Kiste gehen. Ja, aber das wäre... Nee, in die Kiste sowieso nicht. Mhm. Aber man kann ja auch nicht sagen, ja, nur hau mal wieder ab hier. Hast du ihm denn das Problem so geschildert am Telefon, damit er weiß, worauf er sich einlässt? Ja, ich habe ihm das im Brief geschrieben. Gut. Wie viele Stunden fährt man mit dem Zug von Hamburg nach dahin, wo du wohnst? Anderthalb Stunden. Naja, gut, dann kann er mit dem Zug zurückfahren. Ja. Ne? Und wenn du lernt euch doch auch erstmal ein bisschen näher kennen. Und wenn ihr euch ein paar Mal getroffen habt und auch von deiner Seite aus das Vertrauensverhältnis noch inniger und besser geworden ist, dann sagst du halt deiner Mutter, du möchtest gern, dass er da in der Wohnung übernachtet. Ja, das Problem ist ja nicht nur morgen, das Problem ist generell, von allen Seiten wird auf mich eingeredet. So, das ist jetzt das nächste Thema. Ich würde erstmal an deiner Stelle, Ariane, gucken, dass du eine Klarheit findest, ob du, egal ob der schwarz ist oder weiß oder gelb oder bunt, ob du den Mann auch wirklich magst. Ob sich da etwas entwickelt. Wenn sich da etwas entwickelt und das eine Liebesgeschichte wird, dann musst du das durchfechten. Dann musst du zu deinem Freund stehen, zu deinem schwarzen Freund. Und wenn der Vater was dagegen hat, dann hat er verdammt noch was dagegen, aber du musst ihn damit konfrontieren und es ist dein Leben. Punkt aus, basta. Ja, ich habe aber keine Lust, die Beziehung mehr zu verteidigen, als eine mit ihm zu haben. Die Beziehung mehr zu verteidigen, als eine mit ihm zu haben? Ja, ganz genau. Was heißt das? Soll so viel heißen, dass ich nicht Lust habe, mit ihm rauszugehen. Also ich habe schon Lust, mit ihm rauszugehen, aber keine Lust, mich vor allen Leuten, vor allen meinen Freunden zu rechtfertigen. Tja, das liegt aber an dir. Ich finde, wenn man sich in jemanden verliebt und jemand einem wichtig wird, dann muss man das halt machen, wenn die Umstände leider Gottes so sind. Vielleicht sind sie ja auch gar nicht so. Vielleicht siehst du ja, aber ich verstehe auch was er sagt, auch nicht. Er sagte zu mir anfangs, dass er 33 sei. Und ich habe ihn dann auch belogen und habe ihm dann nachher mein wahres Alter gesagt, also dass ich 17 bin. Und dann sagte er, ja, ich habe dich auch belogen, ich bin 24. Mhm. Und wer kommt darauf, sich 9 Jahre älter zu machen? Also, Also der wichtigste Ratschlag ist jetzt erstmal, Ariane, beschnuppert ihr euch erstmal und lasst ihr dabei Zeit und krieg erstmal ein Gefühl für diesen Typ. Mhm. Und dann sieh mal weiter und dann gucken wir weiter. Mhm. Ja, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Petra, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Petra. Hier. Wir haben schon mal miteinander gesprochen. Sag bloß. Und zwar, da war ich die Nadine. Vielleicht kannst du dich dunkel dran erinnern. Und zwar ging es um meine Brust. Ich war damals sehr, 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 sehr fertig. Ich bin die mit der kleinen Tochter, wo sich die Brust so zurückgebildet hatte. Oh ja, ich erinnere mich sehr gut. Du warst wirklich völlig fertig mit den Nerven. Ja, weil die Brust leider ist so wenig Zeit, Mensch. Da gibt so viel zu erzählen. Weil die Brust ganz, ganz verschrumpelt war. Ja. Und wir haben uns unterhalten und es ging darum, dass du eine OP irgendwie vor dir hattest. Ne? Genau, aufgrund unseres Gesprächs ging dann einiges voran. Mhm. Ich bin dann auch operiert worden. Mhm. Jetzt halte ich es. Es ist voll daneben gegangen. Es ist voll daneben gegangen? Ja. Die OP ist voll daneben gegangen. Ich war sogar, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, im Fernsehen.
damit. Im Fernsehen? Mhm. Ja, klar, kannst du sagen. So, und, aber jetzt kommt die gute Nachricht. Pass auf, hier machen wir jetzt einen Punkt. Ich möchte mich mit dir schon noch ein bisschen ausführlich unterhalten und jetzt ist die Sendung gleich vorbei und ich muss auch noch möchte auch gerne noch mein Team hier bekannt geben. Wir rufen dich Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag nochmal an. Ja. Und dann unterhalten. Darf ich eins sagen? Ja. Guck morgen Abend RTL, ja? Exklusiv Weekend. Das dann mache ich. Du mich. Wunderbar, das mache ich. Dann kannst du den Fall sehen und dann weißt du auch Bescheid. Das mache ich. Morgen Abend exklusiv Weekend bei RTL gucken. Genau, 19.10 Uhr. 19.10 Uhr. Mache ich und wir telefonieren am Montag wieder miteinander. Ich würde mich riesig freuen. Ich auch. Okay. Petra, tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Die erste Woche in diesem Jahr. Ich bedanke mich, also für uns hier, ich bedanke mich bei Thomas Reinke, bei Wolfgang Spielkowski, Jan Hölz, Markus Liebetanz, Stefan Gierig, Michael Schritzenmeier, Christian Part und Peter Ofsjanowski. Thema nächste Woche Dienstag auf Mittwoch, Geschichten rund um den Po. Darüber möchte ich gerne mit euch reden. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes und ein nettes und ein gutes Wochenende und wir sehen und hören uns hoffentlich wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien und offenen Telefon-Talkshow. Gute Nacht, schönes Wochenende, bis Montag.